Retro Monkeys, Live Flohmarkt, heute mal anders. Okay, gut, heute mal anders. Ich habe jetzt einfach das Aktuellste genommen. Na, ihr könnt auf jeden Fall hier gerne einfach mal reinschreiben, auf wen ich reagieren soll. Und dann würde ich da einfach mal meinen Senf dazu geben. Gucken wir mal an. Also ich kenne sie jetzt persönlich oder halt allgemein jetzt so von YouTube gar nicht. Aber Dankeschön für den Hinweis. So. Hi, grüß euch. Willkommen bei den Retro Monkeys und heute in einem etwas anderen Format, weil Serge es leider irgendwie vollbracht hat, Teile der Aufnahmen zu löschen. Das kann passieren, ist nicht weiter schlimm. Und also es unterscheidet sich heute etwas, ich glaube, ja, also so ein bisschen. Ich bin zumindest froh, dass wir die Live-Aufnahmen vom Flohmarkt haben. Ich war am Suchen und am aber das kann passieren, alles gut. Ich habe die Pickup-Aufnahmen nicht mehr gefunden. Es kann sein, dass ich was gelöscht habe, was nicht weg sollte. Und jetzt ist es eben so. Und es ist brutal ärgerlich, aber ich habe auf jeden Fall daraus gelernt. Also mein Speicherplatz auf dem Laptop war brutal voll und ich konnte ihn überreden, dass wir uns eine externe noch mal gönnen, die noch mal ein bisschen Speicherkapazität hat, wo das dann eigentlich nicht mehr passieren dürfte. Aber das passiert jetzt nicht mehr. Nein, jetzt passiert das nicht mehr. Jetzt hast du so viel Speicherplatz und ja, und aus dem Grund gibt es heute komplett clean Flohmarkt-Content, ohne dass wir dazwischen reden. Also wirklich mal eine Folge zum Zurücklehnen und entspannen, genau. Ohne dass wir dazwischen sabbeln. Genau, ohne dass wir dazwischen sabbeln und trotzdem sehr interessant. Wir haben da ein paar. Ist das jetzt, also sind das zwei Flohmarktgänger oder wisst ihr, wie die, also halt, ja, wie die sich kennengelernt haben oder ist das. Sieht so ein bisschen aus wie Vater und Sohn, ne? Also finde ich jetzt. Wisst ihr, wie die beiden miteinander. Oder sind das einfach nur zwei Flohmarktgänger, zwei Sammler, zwei Reseller? Coole Deals gemacht. Wir gucken mal. Und ja. Bevor wir jetzt noch weiter schnacken und sonst irgendwas erzählen, lehnt euch zurück, genießt die etwas andere Folge und am Ende. Genau, und wie gesagt, die nächsten Folgen werden schon wieder anders sein, wo wir dann ein bisschen dazwischen quatschen. Und das macht uns dann ja auch Spaß. Und genau. Ja, und jetzt Film ab. Bis zum Outro. Bis zum Outro. Viel Spaß. Ja, das ist ein bisschen nass geworden heute Morgen. Ne? Ja. Ah. Nee, warte mal, ich glaube, das Spiel ist nass. Ja, die Dings ist schon ein bisschen feucht. Den Arbeitskollegen, okay, Fonte, guten Abend. Die haben auch einen Shop, ja, nice. Ja, ich muss heute mal gucken, ob das noch geht. Schlecht. Okay. Ich würde dir hier für die beiden 7 geben. 7? Ja. Ja, ist okay. Hat er jetzt mitgenommen? Für mich? Danke. Guck mal bei denen. Okay, die machen das auch so. Also ich bin echt derzeit so am Überlegen, ob ich nicht einfach, warte mal, die haben hier unten in der Ecke wahrscheinlich nicht auch Einkauf und Verkauf. Ja, bei mir weiß ich nicht, ne? Das kommt immer nicht so gut an. Weil die Leute denken, nur weil ich das da hier unten immer in dieser Ecke hier zusammenrechne, das Ganze, dass es mir halt nur ums Kohle machen geht. Also unterm Strich ist es ja schlau, trotzdem was einzukaufen, um es dann teurer zu verkaufen, um dann sich halt somit eine Sammlung aufzubauen. Aber ich bin auch Sammler, ne? Ich publiziere das halt nur anders im Netz und Co. Weil ich da immer so höre, ja, denen geht es nur ums Geld und die Folge war langweilig. Ja, okay, cool, wenn ich mal aus 50 Euro keine 400 Euro gemacht habe, ist er dann auf einmal langweilig. Aber dass ich zum Beispiel so Stuff für meine Sammlung gefunden habe, das komische Sache immer. Das halt jetzt nicht von den Retro-Monkeys oder so, ihr wisst wahrscheinlich, wen ich meine. Ja, aber hier so 18 Euro, das geht auf jeden Fall fit, ne? 6 Euro Versand halt noch runter, 6,18 Euro Versand. Wenn du mit DHL das Ganze versendest und Alterssichtprüfung, jo. Ob das drin ist, ich habe gar nicht geguckt. Final Fantasy.
Nee. Achso, nee. Fairy Tail. Fairy Tail. Nee, passt. Alles klar. Okay. Okay, danke euch. Alles klar. Ciao. Ciao. Was sind das für Dinger? Was die fanden? Sega. Game Gear. Ja. Ich weiß gar nicht, welche Konsole das ist. Ja, Game Gear. Ja, ich meine so vom optischen her meine ich. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein schwarzer Game Boy. Okay. Und da hinten, was drin? Ach so, was sind da noch so, da drunter? Kann ich mir die Spiele mal angucken? Ja. Dankeschön. Machst du eine Lupe dazu? Ja, guck mal. Was kosten? Aber nie gut gucken, ne? Was kosten die denn? Oh, wenn die da gleich nochmal wiederkommen würden, mein Sohn ist gerade. Dann komme ich gleich nochmal wieder. Ja, der kann dann ja, genau klar. Auskunft geben, ne? Lakista. Was ist das für ein Name? Lakista? Habe ich nicht verstanden. Okay. Ja. Strasstürgriffe. Das ist sowas für deinen Camper. Ja, oder für die Küche, ne? Wenn es mal ein bisschen exklusiv haben will. Ja, aber das ist Quatsch. Wobei, super, komm. Nice. Die machen das so ähnlich wie du, finden etwas und zeigen es dann im Wohnmobil. Okay, nice. Ja, aber jetzt glaube ich, soweit ich weiß, ist so ein bisschen anders. Na, jetzt gibt es nur reinen Flohmarkt-Content, weil er da die Videoaufnahmen gelöscht hat. Das ist immer ärgerlich, Freunde. Also ist immer ärgerlich, ist mir auch schon oft passiert. Ich habe mal anfangs, ne, das muss ich euch kurz erzählen, ich habe anfangs mit dem Handy gefilmt. So, auch mich, ne? Und habe das ja euch dann zur Verfügung gestellt auf YouTube. Und da habe ich mal, keine Ahnung warum, aber ich habe mal in Slow-Mo aufgenommen und ich habe es nicht gerafft. Und ich habe eine Viertelstunde durchgelabert. Und es war in Slow-Mo. Ich habe gedacht, ich raste komplett aus. Und das war glaube ich um 2 oder 3 Uhr in der Nacht. Ja, danach war ich ja halt übelst platt. Habe es dann trotzdem nochmal so fertig gefilmt. Und da habe ich mich richtig aufgeregt. Das ist glaube ich... Also was ich damit sagen wollte, ist, es steckt immer übelst die Arbeit hinter so einem YouTube-Video. Vor allem, wenn man dann auch immer diese Zwischenschritte macht und das dann auch nochmal erklärt. Oder halt ein ganzes, ja, 15 Minuten Flohmarktmaterial verloren gegangen ist, wo du halt was richtig Geiles gefunden hast. Ist das nicht irgendwie so eine japanische Geschichte? Das ist kein gutes Zeichen. Nee, das ist kein gutes Zeichen. Nee, das sieht nicht haben so gut aus. Ist aber auch noch irgendwie zugehört, dass man die zum Laufen kriegt. Nee, aber das ist halt ein bisschen schwierig. Was zum Basteln? Naja, da kannst du aber viel zum Basteln. Ich meine, das ist so ein japanisches Ding. Okay. Ja, wo kommt die her? STD. Ich meine, das ist so ein japanisches Ding. Okay. Nicht so weit. Starte bei Hamburg. Okay. Was? Hä? Was ist das? Ach, irgendwie so ein Cocktail. Ja, genau. Special 2000, wahrscheinlich ist der auch so alt. Ist da ein Typ dran oder so? Was ist da dran? Ein Typ? Wie ein Typ? Ach so, das Modell. Ich weiß nicht, ob es Special 2000 hier heißt, so. Havana Club. 9 Euro. Interessant. Sieht interessant aus, ja, aber... Ich glaube, da unten ist es schon so ein bisschen vergilbt, kann das sein? Ich glaube, das ist so insgesamt schon. Ja? Ja. Vergilbt oder die Farbe? Also. Ich glaube. Also ich bin immer noch von so einem alten Flipperautomaten. Ja. Hm. Cool. Nochmal gerahmt im Glas, ne? Hinten Siebdruck. Hm. Wenn man sich hinhängen mag, ne? Wenn man es sich hinhängen mag, ja klar. Oh, hier, guck mal. Ja. Jo.
Oh, hier, guck mal. Das war das Richtige. Ja, du hast immer Knarre und Messer am Start. Ist schon klar. Klick, klick macht. Ja, ja, ist klar. Aber da kann man nichts raus, nichts rein. Ich glaube nicht. Dann ist es uninteressant für ihn. Es könnte sein, dass die heutzutage so verboten ist, weil es eine Anscheinswaffe ist. Ja. Man könnte denken, dass er. Ich weiß es auch nicht, ob die Anmieten da. Aber irgendwann wird die auch mal gekauft worden sein. Mit Sicherheit. Und wenn er die Kamera sieht, ne? Der geht jetzt, oder den geht jetzt bestimmt der Stift. Der Verkäufer. Nein, ich möchte das nicht. Danke. Wanderpokal. Ist das ein Film für dich? Genau, 1 Euro. Nee. Oh, Freunde, das ist echt so chillig, immer vielleicht so zu zweit zu gehen. Ne? Also die arbeiten ja zusammen, also müssen sie sich auch alles im Endeffekt so 50-50 teilen. Ich schätze nicht, dass da jetzt irgendwie eine Konkurrenz herrscht bei den zwei. Oh, das wäre auch so meins, ne? So einfach so ein bisschen Arbeit teilen, dafür halt auch also halt 50% vom Gewinn dann halt einfach abgeben. Ich bin ja auch anfangs immer mit jemandem auf den Flohmarkt gegangen, aber das wurde irgendwie nichts. Ja, weiß ich nicht, ne? Was war bis jetzt dein bester Flohmarktfund? Also da gibt es einige Sachen, wie zum Beispiel einen Werner Plüschtier, wo ich für 130 Euro verkauft habe und für 15 Euro eingekauft habe. Das sind immer so die Kleinigkeiten oder so eine Werner-Aufbewahrungsbox. Ich glaube 2 Euro hat er gewollt und ich habe es dann für 70 bis 80 Euro verkauft. Ja, das ist schon des Öfteren so passiert, aber dass ich jetzt so ein 1000-Euro-Produkt hatte, jetzt noch nicht. Aber ich habe mal ein ziemlich seltenes PlayStation 1-Spiel gefunden. Aber wie hieß das? Wie hieß das Game? Also auch um die, also halt wenn du OVP mit dabei hast, ich habe da leider nur die CD gefunden, aber wenn du OVP und Co. mit dabei hast, dann geht es glaube ich so für 400 Euro oder 300 bis 400 Euro. Aber da so ein krasser Fund ist eigentlich in jeder Flohmarktsequenz immer mit dabei. Auch wenn ich morgen zum Beispiel auf den Flohmarkt gehe, finde ich bestimmt wieder was so auf jeden Fall ein Fuffi bringt. Oh, nicht fallen. Das verstehe ich nicht. Doch vorhin haben sie doch was anderes eingeblendet gehabt, ne? Aber ich muss mal da trotzdem noch mal ganz kurz gucken. Oder war das für die PS4, Freunde? Und das war doch auch für die PlayStation 3. Guck mal an. Warum lädt das jetzt? Ja, ist okay. Kurz Moment. Da. Ist auch für die PlayStation 3. Ach, GTA San Andreas. Ach so. Aber hä, für die PlayStation 3? Gab's GTA für die, oder San Andreas für die PlayStation 3? Jetzt bin ich echt verwirrt. So, wo waren wir jetzt gerade eben? Jetzt habe ich halt verkackt, ne? Das haben wir hier schon, ne? Film für dich? Genau, 1 Euro. Nee. Oh, nicht fallen. Hallo. Buongiorno. Hier so ein 3D-Bild. Das hat mich immer so verwirrt. Weil das immer so unscharf aussieht. Ja. Aber das in der Mitte sieht schon ganz cool aus, so mit diesem 3D-Effekt. Ja, gönn dir das doch. Nee, ach Quatsch. Ich glaube, nach Hause kommen. Da kriegst du, glaube ich, eine Backpfeife. Nicht nur eine. Sieht so aus, ne? Aber sieht so ein bisschen günstig aus. Was ist denn das? Bayern München. Minden? Nimmit. Nimmit Scholl. Ja, wahrscheinlich in Minden einmal. Ist aber sehr speziell mit Minden, weißt du? 16.
Geht ja bald wieder los, ne? Muss wohl irgendwie, wie du schon sagst, Special Edition sein. Moin! Was soll ich denn ein Trikot kosten? Was das kostet? Ja. Ach, ja. Stimmt, sehr günstig. Sehr günstig. Weil die spülen nicht so gut. Guck mal hier. Also eigentlich hätte ich für das Trikot schon noch gern 15 Euro. 15? What? Zu viel? Ja. Okay, machen wir 10. Selbst das weiß ich nicht. Doch, das ist original. Mit deutscher Fußball. Das ist komplett original, total schön. Das ist neu, nicht von ab. Ich glaube, hier habe ich auch noch. Nee. Da sind aber nur 4 Sterne drauf. Ja. Ich wünsche mir 5. Ja. Haben wir denn 5? Das passt schon. Ah, 7 würde ich machen. Nicht 10? Ah, 7 hört sich besser an. 8 hört sich besser an. Okay, machen wir 8. Machen wir 8. Jetzt unangenehm gerochen, ne? Ja, gerade eben, ne? Ja, ist gleich auch runter. Ich hab 10. Ja, ich hab 2. Perfekt, danke schön. Jo, danke auch. Ich hätte irgendwie versucht, noch den Schal mit zu bundeln. Hört sich interessant an. Kennst du dich mit alten Gamecube-Spielen stiehlt aus? Ich habe ein altes Spiel, aber da ist das Sicherheitsband in der Verpackung ohne Gamecube-Logo. Ist das resealed oder waren die alten Games manchmal so? Also ich würde mal bei eBay gucken, da findest du nämlich ab und an auch mal so sealed Gamecube-Spiele oder in diversen Foren und das halt dann mit dieser Version dann vergleiche. Wenn du dann zum Beispiel also halt kein Gamecube-Logo da hast auf diesem Band, auf diesem Sicherheitsband, dann schätze ich mal eher, dass es resealed ist. Hast du hier so eine Conti-Jacke? Nee. Zack, dann können wir heute im Winter Fußball gucken. Ja. Ist ja nicht mehr so lang. Hab aber auch noch so billige davon. Guck mal, die würde das ich billig ist, das passt. Das ist gut. Meins, oder was? Ja. Ne? Genau. Sowas, die würde ich voll billig abgeben. Ich pack das mal bei dir rein. Ja, genau. Ich kaufe es und ich muss dich fragen, ich muss die billigen Sachen. Das liegt doch nicht so viel. Ist das, ach, das sind so ja. Werbedinger, ne? Genau, das wäre ein Schnäppchen, wenn er das nehmen würde. Okay. Alles klar. Dankeschön. Danke erstmal. Oh, hier sehe ich was Feines, Freunde. Ich gebe ja immer meinen Senf mit dazu. Mama, so ein bisschen zurück. Hier, Walking Dead 1, 2, 3, 4 und 5 bestimmt. Würde ich alle 5 mitnehmen. Und dann halt so eine Staffel kriegst du so, also für 12 Euro kriegst du die schon los. Ne? Und dann hast du halt dann den 6 Euro Versand oder bist DHL-Geschäftskunde und kannst dir da noch ein bisschen was sparen. Aber das kann man schon mitnehmen, wenn du da vielleicht so 1, 2 Euro pro Staffel bezahlst oder das Ganze dann als Bundle. Schon ganz, ganz nice. Der Hund hat da gerade irgendwo hin. Ja, das irgendwie das riecht das unangenehm. Als das hat er Nein, irgendwie riecht. Das roch auf einmal so schön ja. Da vorne. So. Ja, ich habe erst, er ist das, aber. Ich hab erst gar jemand halt gefunden. Ich schätze ja, könnte, oder der Mann vorhin, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Was soll denn der Aschenbecher kosten? 1 Euro. Ja, machen wir. Möchtest du wieder anfangen zu rauchen? Nö, aber, nee, aber ich finde Marlboro irgendwie cool. Dann raucht doch auch Marlboro. Nee. Zack. So, jetzt haben wir beiden was da gelassen. Du hast schon geguckt, hast aber nichts dazu gefunden, okay? Ja, das ist immer ein bisschen schwierig, also wenn da so ein Sicherheitsstreifen ist oder das kommt auch immer so ein bisschen auf die Folie drauf an. Mhm. Schwierig, schwierig, schwierig. Aber ist schön schwer, ne? Mit Sicherheit ist das schön schwer. Das ist eine alte Wandwerbung, also so eine. Aber ich würde es trotzdem, also wenn du es verkaufst, würde ich es halt einfach im Endeffekt abfotografieren. Es ist ja sealed, ob es factory sealed ist, ist halt dann die andere Frage, ne? Aber wenn du es so reinstellst und sagst, dass es sealed ist, was es ja dann natürlich auch ist, es gibt ja einen Unterschied zwischen resealed und factory sealed, den kennt man ja mit dem Sicherheitslogo und Co. Dann, ich würde halt nicht factory sealed oder sowas mit dazu schreiben und würde es trotzdem in eBay stellen.
und würde dann halt gucken, ob du dann halt Angebote bekommst. Wenn du viele Angebote bekommst, dann ist es meistens so, dass das Factory Sealed ist. Und wenn du nicht so viele Angebote bekommst, dann ist es dann meistens Resealed, ne? Aber zum Beispiel auch Resealed. Nee, warte mal, Entschuldigung. Ich weiß gar nicht, ob das Resealed ist. Doch, Entschuldigung. Ich habe mal einen Resealed Modern Warfare verkauft. Wusste auch gar nicht, dass das resealed ist im Endeffekt, habe aber nur, wenn ich mir unsicher bin, schreibe ich einfach nur sealed und das kam auch nie zurück. Ne, das wurde gekauft und bislang auch nichts mehr gehört davon. Und ist ja klar, wenn jemand was zurücksenden möchte, dann nimmt man es ja so oder so ohne Murren und Meckern zurück, weil man muss versuchen, immer negative Bewertungen aus dem Weg zu gehen. Negative Bewertungen kosten euch ordentlich an Umsatz. Das werdet ihr merken, wenn ihr die erste Mal reingedrückt bekommt, dass und die ganz oben steht, dann tut der ein oder andere nicht mehr kaufen. Ja, außen links, ne? Aber wo willst du denn das hinhängen? Das ist eigentlich, ich glaube, einfach nur so interessant zu sehen. Ich glaube, da ist auch noch Strom drauf. Also, du kannst... Ja, genau. Sieht cool aus. Brauchen wir ein Baustellenradio? Aber das ja. Das ist nee, Karaoke. Ach so. Das ist wieder so ein Mörderding. Ja. Der Stick ist auch dabei irgendwo, oder? Ich glaube, der Stick ist kaputt gegangen. Kaputt gegangen. HTC. Zu. Ich abbreche. Zack. Ja, als Ersatz oder was meinst du? Was soll die kosten? 3 Euro. Ich denke mal, für 1 Euro kannst du nicht verkehrt machen, hast du es auf der Seite. 3 hat er gesagt. 3? Ach, 3, dann habe ich mich verhört. Nee, 3 ist so viel. Euro hätte ich gemacht, aber 3. Was? Ist auch okay? Ich dachte, ich soll weggehen. Dankeschön. Vielen Dank. Ciao. Ich weiß, das ist ein VHS noch, ne? 180 Minuten. Wie teuer soll eine CD sein? Ja, Leute, welche? Ach so. Ich habe jetzt einfach nur mal so gefragt. Die 2 Euro, die 1 Euro. Ach so, okay. Und die Kassette? Du wolltest ja 1 Euro, sagt der Mann. Hast du nur eine? Ich nur eine. Ja, nur eine. Hm. 50. 1 Euro. Ja, so eine Halligalli Drecksau-Party, ne? Kann ich mir vorstellen, da draußen vor der Tür. Bist du weggelaufen? Ja, mach alles kaputt. 10 ist auch okay. Also für 10, aber die ist überall noch der Kerzenwachs drin und so. Und machen wir 12. Haben Sie eine Tüte? Ja. Und ein bisschen Papier? Jetzt brauchst du nur noch kleine Zigaretten. Jetzt brauche ich nur noch Zigaretten. Da ist aber auch eine kleine Zigarre. Das war ein Schnapp mit der Engelsfigur da. Oder war das überhaupt ein Engel? Aber 75 Euro Preisvorschlag akzeptiert ist schon in Ordnung, ja. Kann man auf jeden Fall machen. Dann noch für unterwegs. Hab ich auch zu Hause. Ich vergesse den immer. Auch wenn die einmal dran gewöhnt 2004. Ja. Was denn? 2004. Die ist ein bisschen spät, ne? Aber trotzdem. Bisschen spät, ne? Und die Preise steigen jetzt demnächst wieder. Und was nehmen Sie hierfür? 10 Euro. Auch 10 Euro. Mhm. Jo. Was für ein Alter. Viel Spaß noch. Ja, danke, gleichfalls. Da sind noch mehr Aschenbecher. Ich möchte nicht anfangen zu rauchen. Petra! Oh, aber für einen Zehner hätte ich das halt auch mitgenommen, ne? Petra, wie teuer soll das Puzzle sein? Guten Morgen. 5. Das ist ein bisschen. Ja, ja. Geht? Ja, ist das durch? Nee, ist nur auf der Folie. Was? Nee, alles gut, ich habe nur geguckt, ob es durch ist. Manchmal geht das durch. Nein, ist nicht durch. Kann man abputzen.
Finde ich ein bisschen viel. Ich wäre bei 3. Für 5 Euro? Ja, weil ja, ich habe mir neulich eins für 5,99 bei Dings bestellt bei Amazon. Deswegen. Dann 4. Nein, bin ich nicht, aber da findet sich bestimmt noch jemand dann. Also für 4 Euro ist das doch schon okay. Ja, wie gesagt, ich habe mir neulich. 3 ist besser. 3,50, aber das ist aber jetzt wirklich ein Angebot. Sie kämpfen mal mit harten Bandagen. Ja, dann bin ich immer. Was meinst du? Ach komm. Ja? Ja, so, komm. Kann man machen für 3,50 Euro auf jeden Fall ein neues Puzzle. Eine neue Puzzle, so 20 Euro, aber erst so von Ravensburger, das war ja von Clementoni. Früher auch so ein Ding. Kannst du dir so ja, so ich weiß, drauf machen? Ich kann mich noch daran erinnern, wie die. Ich weiß aber nicht, was das für eins Leute ist. Leute damit rumgelaufen sind. Vielleicht steht das hier drin. 6210. 6210 ist das, ne? 6210, habe ich gerade gelesen. Ja, ich war mir auch nicht sicher. Drauf? Ja, steht innen drin drauf. Normalerweise habe ich immer gedacht, das wäre 6110. Ja, hier steht 6210. Ja, tatsächlich. Ja, besser geht's noch nicht, ne? Besser geht's nicht. Das waren noch Zeiten, ne? Ja, noch schön Snake schön zocken. Snake 2008, ne? Ja, ich weiß nicht, 2008, das ist. Nee, das hieß ein bisschen anders, aber. Nee, ich meine Snake, da ging es doch immer bis 2000. Ach so, genau, das stimmt. Deswegen, ja, ja, hast du recht, hast du recht. Hast du recht. Möchtest du den haben? Ich nach was. Ja. Willst du es haben? Naja, auch nicht. Was will man damit, ne? Ja. Das ist so ein bisschen retro. Was kostet denn sowas jetzt einfach so aus Interesse? Ahnung. Ich hab das einfach mal irgendwie. Da hingelegt. Ja, Hoffnung. Mitgebracht und keine Ahnung. Ja, hier, du brauchst nicht mehr, ne? Hier ist, glaube ich, fehlt, glaube ich, der Einschaltknopf oder so. Okay. Also, ich glaube, das ist echt dann nur noch Deko. Ja. Aber was will man sonst mit so einem Handy? Ja. Na gut, viel Erfolg noch. Ciao. Ciao. Machen wir 2. Der Panzer Kampfwagen. Machen wir. Das freut sie, ne? Ja. Das habe ich mir gedacht. Das ist auch ein Ziel. Ich glaube, das ist auch vom Platz. Hier. Wie teuer ist ein Puzzle? Nein. Bitte? Wie teuer ist ein Puzzle? 2 Euro. Das stimmt nicht. Wenn deine Bauchspeicheldrüse funktioniert, nee. Kannst du nicht mit der Hast du? Mhm. Hier ist noch ein Puzzle. Ja, die reguliert das hier. Ja. Aber das ist irgendwie. Pleasure-Puzzle. Oder Puzzle Pleasure. Ja, 5 hier. Stimmt. Oh, wartet mal. Wir haben hier einen Star Color. Ich bin mir nicht so sicher jetzt, aber ich glaube, solche Star Colors kann man auch immer mitnehmen. Ich bin mir nicht so sicher. Warte mal, wir gucken einfach mal, ne? Wenn man sich nicht so sicher ist, dann guckt man einfach mal. Kurz Momentum. Schmeiß ich mal ganz kurz eBay an. Star Color 1200 Ravensburger. Oder habe ich da jetzt was Falsches im Kopf? Guckt mal an. Hier, wenn man so einen gebrauchtes hat, aber das hatte ich mal, Freunde. Das hatte ich mal sealed, wohl bemerkt. Sealed, und das habe ich für 120 Euro verkauft, nur weil da paar Gummibären drauf sind. Das war echt auch übel. Ah ne, hier haben wir es. Ne? Star Color, Ravensburger, das ist diese Safari hier. Oder dieser, was sind das? Leopard. Nee, das bringt doch nicht so viel. Also wenn es jetzt sealed gewesen wäre, hätte ich es mitgenommen. Ansonsten
für 2 Euro ein Sealed Brettspiel oder halt beziehungsweise Puzzle kann man schon machen. Safe. Ja, dann musst du mir kurz helfen. Ich will dir nicht helfen. Dass du das wegnimmst. Ja, okay. Hopp. Hab es. Oh, das ist aber. Ist das was? Feminin. Das ist nicht schlimm. Ja? Von Sheila. Das ist nicht schlimm. Sheila Wolk. Ja, ja. Ja, nicht so hinten oben. Zucker ist noch schlimmer als Salz. Wieso? Also, wenn ich mal irgendwie. Was hat sie gesagt? 2 hat sie gesagt. Direkt. Wir denken, Salz, Salz auch, Zucker ist aber noch schlimmer. Das wird nur nicht so gut. Du hast gesagt, wenn ich stinke, dann hat das nichts mit dem Wasser in den Füßen zu tun. Nein. Dankeschön. Was ist das? Darf ich einmal? Dankeschön. Steffen. Soll so eine Kassette sein? Eine Kassette, 50 Cent. Eine Kassette, 50 Cent. Guck mal, hier sind Witze drauf. Und die mit den Witzen? 50 Cent. Volksmusik. Ja. Ist, schade, ist leider. Kann noch gespielt werden, ne? Ja. Mhm. Okay, ist ein Dreierpack, aber die sind immer noch zumindest. 2. Ja, 2 sind da. Sind noch welche aussuchen? Mhm. Oh. 22 Euro, das ist gut. 60. Ich habe keine Ahnung, was einfach brauche. Okay, da hast du aber was vor. Kann ich gar nicht halten. Heino. Bruce Lowe, kenne ich nicht. Ich kenne Bruce Lee. Vielleicht ist das der Vater. Was ist das da? Das ist. Irgendwie Hitze. Ja, irgendwie so ein Sampler. Chrom extra 260. Riesenhitze. Oh. Stammtisch, Männerstammtisch. Ja, die sind schon ganz schön entspannt, ne? Hier so auf dem Flohmarkt. Also wirklich sehr sympathisch auch. Wie viel hast du denn jetzt? Fertig. 2, 4, 6, 7. 7 für 3. Ja, braucht doch nicht zufällig einen Kassettenrekorder? Nee, ne? Was für einen? Den. Ach so. Nee, den nicht. Und den auch nicht. Der sieht mir zu neu aus. Der ist ein Fehlfoto. Ich glaube, das ist Ivar hier. Ja? Was sollen wir kosten? Aber. Frage, ja. Könnte mich auch vertun, was da steht. Wieso? Da. Nee, da steht auch nicht. Das ist nichts. Nee. Ja, das sieht so ein bisschen so aus. Nach nein, Euro. Hier. Ich meine, das Logo. Vielleicht ja, ist neu gemacht. Ich meine, das ist ja auch mittlerweile MP3. Ne? So, jetzt muss ich erstmal bezahlen, sonst ja, kriege ich Fall. Ärger. Genau. So, das möchte ich vermeiden. Ja, das war's schon wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, dass euch die etwas andere Flohmarktfolge trotzdem gefallen hat, ohne dass wir irgendwie noch was zwischendurch erklärt haben oder zu den Preisen erläutert haben. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Genau. Im alten Format. Falls euch dieses besser gefallen hat als One-Taker, könnt ihr das natürlich auch schreiben. Das würde mir zu denken geben, aber ja. ist auch in Ordnung. Also. Erzählt, schreibt es rein in die Kommis. Auch irgendwelche Anregungen irgendwie, wenn wir was übersehen haben, da stand oder lag auf den... Da war doch was! Genau, da war noch ein Schnapper, den habt ihr nicht mitgenommen. Wir lernen gerne dazu und... Vor allem, wie ruhiger jetzt bleibt, ne? Doch auch sympathisch gerade auf jeden von der Fall. Community, wo dann eben, ich sag mal, noch viel mehr Augen schauen. Ja, manchmal voll. Übersieht man ja wirklich einfach, was auf dem Tisch da ist, was hinter safe. Da gewesen ja, oder und man dann hat einfach immer. Ich sag mal, wir haben immer einen anderen Radar. Heute schaut man ein bisschen, besonders gut auf Kameras und dann auf Spiele und ja. Und manchmal übersieht man auch was. Irgendwo, weißt du, das lag dann dahinter und man hat es einfach nicht gesehen. Genau. Wie ich zum Beispiel einfach auch mal 2 Phase 10 Spiele liegen hab lassen. Weißt du, also da habe ich so angefangen mit dem Flohmarkt und habe dann auf meine alten Flohmarkt-Videos mal reacted hier, auch auf Twitch. Das habe ich dann auch auf YouTube hochgeladen, diese Reaction da drauf. Und da habe ich einfach 2 Phase 10 übersehen. 2 Phase 10, Freunde. So ein Teil bringt 30 Euro gebraucht. Und wenn euch sowas auffallen sollte, dann schreibt es gerne in die Kommis. Ja, das soll soweit gewesen sein. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Euch eine gute Zeit und vor allen Dingen schönes Wetter. Packt den Grill aus, legt was drauf und genießt die Zeit. Macht's gut.
Ciao. Ja, war doch ganz, ganz entspannt, Freunde, das Video. Also wirklich auch so ein bisschen wieder andere Nischen halt. Da bin ich ja der Freund von, nicht immer so die Nischen oder halt nicht die Hype-Nischen zu nehmen. Klar, den kann man, also das kann man halt abgreifen. Aber halt natürlich dann auch, also das erzähle ich euch im allerneuesten YouTube-Video auch, dass halt so die meisten gehen erstmal auf Videospiele. Dadurch ist es sehr umkämpft und so weiter und so fort. Klar, Videospiele, wenn man die günstig bekommt, sollte man die immer mitnehmen. Aber man sollte halt seinen Fokus nicht nur auf Videospiele setzen, meines Erachtens. Denn man kann sich eine Nische suchen, die auch profitabel ist. Zum Beispiel, ich fühle halt gar keine Brettspiele. Ab und an zocke ich die mal. Monopoly finde ich ganz cool. Risiko finde ich ganz cool. Siedler von Catan finde ich ganz cool, das auch selber zu spielen. Und diese Brettspiele tun dann sozusagen ja meine Sealed Game Sammlung finanzieren, meine Lego Sammlung finanzieren und so weiter und so fort.